Ja, aber die Kunst des Highspeed-Abrutschens im Steilhang ist es langsam hier. Wie kommt man am besten um die Tore rum? Ja. Es ist noch viel Platz drinnen, eine optimale Linie zu finden. Anna Ottosson bringt Routine mit. 29 ist sie. Nicht allzu schwer, eher leicht gebaut, elegante Fahrerin, auch wenn wir das jetzt nicht erkennen können. Und sie kommt sehr aggressiv raus aus dem ersten Starthang. Gesäß tief, damit will sie den Ski nochmal nach vorne schieben. Besser wäre ganz ruhig zu bleiben, weil jede Bewegung wird auch unruhig auf dem Ski. Aber hier dieser Abschnitt, den kann sie eigentlich fahren, technisch sauber fahren. Fährt rund, sollte ein bisschen näher an die Tore ranfahren. Jetzt macht sie es. Jetzt von hinten kommend, Richtung habend, jawohl, über die Kante. 1,34, Vorsprung ausgebaut, Shahin, phänomenal. Sie fährt da wie aus einem Guss. Ist ab und zu ein bisschen spät dran, gibt Druck auf das Skiende, kann korrigieren, hat die Richtung, gut gemacht. Ja, ja, jetzt ist sie auf Bestzeitkurs. Die Frage ist, wie viel kann sie rausholen? Schön locker mit der Schulter, jetzt muss sie es runterbringen. Die letzten 5 Tore, Achtung, die Welle ging blau, rot und Ziel mit der Bestzeit 1,34. Anna Ottosson, die 29-jährige Schwedin. Jetzt geht's zur Sache. Jetzt kommen die Top 6, die es möglich machen können. Auch eine Genevieve. Ja, hat 57 Hundertstel Vorsprung auf Anna Ottosson. Und Anna Ottosson ist von der 13. Stelle jetzt schon mal auf Platz 7 vorgefahren. Aber ich denke, das geht noch weiter nach vorne mit Anna Ottosson, denn das war ein fantastischer Lauf bei diesen Verhältnissen. Ja, sie knebelt dort oben, die Kanadierin. Dahin versucht, sie hat versucht, tiefe Hocke zu fahren, und jetzt dreht sie als Spur zu viel. Da muss es sehr viel korrigieren nach der Stange. Das war besser von Ottosson. Hier sehr spät raus, obwohl sie die Ski trotzdem noch gehen lässt. Also spricht nicht den Schwung abbricht, um die Linie zu korrigieren, sondern zieht durch. Aber hier ist sie viel zu spät dran in diesem flacheren Teil. Und schon ist sie hinten. Schau her. Eine Sekunde schon verloren und sie hat noch ein Stückchen ins Ziel. Also da kriegt sie nochmal 4-5 Zehntel, wenn sie so weiterfährt. Auch sie wird sich hinter Anna Ottosson einreihen. So viel steht schon mal fest. Ottosson vor Zettel, Fanchini, das ist im Moment der Stand der Dinge. Und in 5 Sekunden haben wir die Genevieve unten im Ziel. Vom Montrelon in Quebec kommt sie, schiebt sich zwischen Zettel und Ottosson. Ottosson mit dem Lauf ihres Lebens im Moment. Wir sie viel in München sehen, da hat sie ihr Sportgeschäft. So, Nicole Hosp, möglich ist es auch bei ihr. Möglich, sage ich wohlgemerkt. 78 Hundertstel Vorsprung auf Anna Ottosson, die immer noch mit einer Laufzeit von 1:08:29 souverän führt. Und was macht jetzt die Nicole Hosp? Eine, die eher ein bisschen, wie soll man sagen, schlampig fährt, locker fährt, wenig Druck gibt, hier abgetragen wird. Aber das ist ihre Fahrweise, oft einmal spät dran ist und trotzdem schnell sein kann. 19 Hundertstel bereits zurück, das heißt knappe Sekunde verloren und da muss sie jetzt unten noch etwas mehr machen. Einfach mehr Druck geben, schleichen, aber das Flache, das liegt ihr, da ist sie sehr schnell. Das war sie heute Morgen im Riesenslalom, das war sie bei ihrer Silbermedaille im Slalom. Der Flachabschnitt, der untere Teil, in dem sie jetzt ist, das liegt ihr. Jetzt muss sie es laufen lassen, die letzten 2 Sekunden, dann ist sie im Ziel und ist mit dem 2. Platz dabei. Anna Ottosson jetzt in Griffweite einer Medaille. Unglaublich. Platz 13 schon mal 4. Wie weit geht's nach vorne? Jetzt hängt das an Tanja Putiainen, an Anja Pärson und Julia Mancuso. Als nächstes, und wir wissen, der ist gut gelaufen bei der WM, hat eine Goldmedaille auf jeden Fall geholt und auf Eisig läuft er schlecht. Ja, ja. Läuft er gut, läuft er gut. Ja, ja, ja. Der Völkel, der geht ganz gut. 86 Hundertstel hat Tanja Putiainen Vorsprung auf Anna Ottosson. Und sie ist ja eine, die den Ski setzen kann. Wenn sie jetzt sich schafft, sich bei diesem Nebel so überwinden, dann geht was. Jetzt ist sie spät dran. Sie muss schauen, dass sie da ein bisschen höher von der Linie wird. Irgendwo muss sie korrigieren. Ist vorne, 15 noch. Also die erste, die jetzt ihren Vorsprung einigermaßen halten kann. Jetzt die Ausfahrt hier gut erwischen aus dem Flachen. Jawohl, hat sie gut gemacht. Hier hat sie etwas Tempo rausgenommen. Jetzt wird es gefährlich über diese Bodenwelle, denn es sind immer noch 7-8 Tore zu fahren. Langgezogener Schwung, gut. Und jetzt sind es noch 4 Tore, die letzte Bodenwelle, die Richtung haben. Und dann vielleicht endlich die Erlösung für eine Tanja Putiainen, die bis jetzt nur Pech gehabt hat. Und endlich mal geht der Knoten auf. Tanja Putiainen hat auf jeden Fall schon Bronze. Das muss man sagen, und 47 Hundertstel Vorsprung, das ist nicht schlecht. Schauen wir auf die Laufzeit von Putiainen. Mit 1:08:65 ist sie da nur knapp in Führung und macht ihre Medaille, die sie auch verdient hat. Wir reden auch über andere Firmen. Salomon oder Rossignol hat es jetzt auf der Kante. Unter denen läuft eine Firmenwette, dazu komme ich gleich noch mehr, denn jetzt fährt die potenzielle Siegerin.
14 Hundertstel ihr Vorsprung auf Tanja Puttiainen. Oben greift sie an. Ja, das macht ja überhaupt nichts aus. Die Sichtverhältnisse etwas zu spät dran. Da korrigiert man, weil die Dynamik, die Power hat man ja. Die Kraft auch, die Gewichtsverhältnisse. Aber zurück, erste Überraschung. Das habe ich jetzt oben nicht gesehen. Fährt sie eine zu runde und Linie, weiche Linie. Hat ja den Ski gewechselt. Im ersten Durchgang eine etwas härtere Vision gefahren. Und jetzt fährt sie mit den etwas weicheren, weil ihr der Schnee im ersten Durchgang zu aggressiv war. War doch der Ski des ersten Durchgangs der schnellere. Die letzten drei Tore werden uns zeigen, wie es aussieht für eine Pärson. Es ist keine Medaille. Oh, und was und für ein Rückstand. Um die Geschichte der Firmen abzuschließen, Rossignol und Salomon, die gesamten Firmenteams haben gewettet, die schlechtere Firma heute im Endklassement wird heute Abend mit der Unterhose auf dem Kopf durch das Nachtleben rauschen. Und es sieht so aus, als ob Salomon mit der Unterhose auf dem Kopf laufen müsste, denn sie fährt Rossignol. Julia Mancuso vor dem Streich ihres Lebens, Fragezeichen. 32 Hundertstel Vorsprung auf Tanja Puttiainen. Und Tanja Puttiainen ist gut gefahren. Jetzt ist oben etwas weniger Nebel. Nein, wir sind schon im unteren Teil. Nein, wir sind im oberen Teil. Also, dort war der Nebel weg. Das war ein kleiner Vorteil für Julia Mancuso. Aber jetzt steckt sie drin in der Suppe. Wie fährt sie? Sie greift an. Unbekümmert, gibt Gas. Das schaut nicht schlecht aus. Bestzeit im ersten Sektor. Naja, da hat ja auch kein Nebel geherrscht. Das war schon ein kleiner Vorteil. Bestzeit im zweiten Vorsprung Sektor. Ausgebaut. 63 Hundertstel. Die Mancuso ist auf dem Weg zu olympischen Gold. Da wird fast nichts mehr schief gehen. Eine kleine Klippe hier noch zu überwinden. Und jetzt hat sie es eigentlich. Zwei, drei Tore noch von hinten kommend, in die Linie investierend, die letzte Bodenwelle fahrend. Und jetzt passt das. Die letzten vier Tore für eine Julia Mancuso, die viel durchgemacht hat bei den Olympischen Spielen. Die jetzt mit dieser Zielüberquerung Gold für das amerikanische Team holt. Das ist die zweite Goldmedaille nach Ted Ligety. Und was haben wir mit ihr gezittert? Das war wirklich ein Tanz, den sie gezeigt hat in den zwei Wochen. Erinnern Sie sich noch, das zweite Abfahrtstraining, dieser schwere Sturz, wo sich alle sicher waren, die Bänder sind ab im Knie, das kann keiner stehen. Und sie hat es gestanden, sie ist zurückgekommen, hat die Knieschmerzen besiegt und holt Gold in der letzten Disziplin. Hervorragend, auch Tanja Puttiainen, sie hat endlich das Tal der Tränen verlassen. Sechste, sie war immer nur Sechste, jetzt holt sie Silber. Und eine Anja Pärson ist tatsächlich nicht mehr die Nummer 1 im schwedischen Team, sondern zumindest wird von heute, Anna Ottosson abgelöst. Zumindest nicht heute Anna Ottosson, die auf Bronze liegt, vom 13. und rechts hier Julia Mancuso, die Olympiasiegerin 2006. Das ist Olympia, das ist schön und das freut uns für Eurosport, von Eurosport, denn wir sprechen für den Sport und dieses Siegerpodest ist einfach ein Podest, das neue Gesichter präsentiert, das jubelnde Gesichter präsentiert, das Geschichten und Schicksale präsentiert und das gehört eben zu Olympia wie das Salz in die Suppe.